Heute nochmal ein Wintervideo aus der Kälteperiode im Februar 2021. Ja, heute ist der 12. Februar 2021. Wir haben einige Frosttage hinter uns, sodass die Ennepetalsperre jetzt tatsächlich anfängt einzufrieren. Es wird natürlich noch länger dauern, bis eine geschlossene Eisdecke zu finden ist. Ansonsten kann man sagen, dass der Füllstand der Talsperre, die als Trinkwassertalsperre genutzt wird und den Ennepe-Ruhr-Kreis versorgt, erfreulich hoch ist. Vor einigen Tagen stand in der Zeitung, dass der Füllstand bei ca. 95% liegt, wenn ich mich recht entsinne. Und jetzt noch einige Fotos. Sicherlich Aufnahmen, die man nicht so häufig hier in unserer Region machen kann. Nachdem ich dann die Ennepe-Talsperre besucht hatte, bin ich anschließend zur Hallenbecker-Talsperre gefahren. Auch hier gab es wunderbare Ausblicke und einmalige Fotos waren möglich. Entlang dieser beiden Talsperren gibt es sehr viele Möglichkeiten zu wandern. In der Videobeschreibung verlinke ich dazu die Information. Diese Wege sind natürlich auch in den nicht winterlichen Jahreszeiten sehr attraktiv. Wer will, kann sich auch mit der Geschichte der Talsperren beschäftigen, die ja zu den ältesten Talsperren hier im Lande gehören. Mit diesem Video möchte ich dann den Winter auch langsam ausklingen lassen. Ich hoffe, das Video gefällt. Und wie immer würde ich mich über ein freundliches Feedback, sprich einen Kommentar, ein Abo oder man kann auch, wenn man das Abo schon hat, mal auf die Glocke klicken, sodass man immer informiert ist, wenn ich ein neues Video mache.